Hallo liebe Leute, hier ist Mr. 1234 heute mit quasi der Vorberichterstattung und auch die Übersicht auf die Achtelfinal-Rückrunde, die ja wieder in 2 Wochen getrennt ist, jeweils um 21 Uhr 2 Spiele, immer dienstags und mittwochs. Ihr seht an links die Daten und die Uhrzeit immer um 21 Uhr. Die Achtelfinal-Rückspiele und ihr seht auch schon die Zwischenergebnisse der einzelnen Partien. Ja, wo schon sehr viel los war, also viele knappe Duelle. Das aufregendste Duell war natürlich Real gegen Liverpool. Ihr seht das Zwischenergebnis 5 zu 2 für Real nach 0-2 Rückstand. Das ist schon Wahnsinn. Das vorläufige Finale vom letzten Jahr. Aber das wird erst übernächste Woche Mittwoch gespielt. Erstmal nächsten Dienstag, also in 2 Tagen quasi. Lissabon gegen Brügge, da steht Lissabon aktuell gut da. Und Chelsea zu Hause gegen Dortmund, aktuell 0-1 im Gesamtergebnis. Es gibt ja jetzt nicht mehr diese Auswärtstorregel, sondern wenn jetzt zum Beispiel Chelsea hier nach 90 Minuten 1-0 führt, dann würde es in die Verlängerung gehen. Beispielsweise. Chelsea gegen Dortmund. 1 zu 0 ist noch nicht sicher, aber wenn Dortmund sich wie gegen Leipzig in der Bundesliga durchsetzt, dann wird es auch was. Dann haben wir den Mittwoch, auf den ich mich auch schon sehr freue. Nicht wegen Tottenham Mailand, wo aktuell Mailand die Nase vorn hat, sondern das krasse Duell, das Finale 2020, das Viertelfinale 2021 und jetzt halt als Achtelfinale 23 Bayern gegen Paris. Coman hat im Hinspiel wieder mal gegen Paris getroffen, gegen seinen Ex-Club getroffen. Und Bayern spielt jetzt zu Hause vor vielen tausend Fans gegen Paris. Und mal gucken, wie es da dann laufen wird. Also ich bin schon sehr gespannt auf dieses Duell. Man hatte jetzt ein knappes 2 zu 1 gegen Stuttgart gehabt. Es war eher, ja, mit Glück, dass man den Sieg noch geholt hatte. Aber mal gucken, ob das ausreicht, um in der Champions League gut zu performen und dann ins Viertelfinale einzuziehen. Dann haben wir also in der darauffolgenden Woche, am Dienstag, auch einen Spitzenkracher. City gegen Leipzig. Da kann auch alles passieren. Da steht es 1-1 im Gesamtergebnis. Und Porto gegen Mailand, also Inter Mailand, wir haben noch AC Mailand und Inter Mailand, also nicht verwechseln. Inter Mailand 1-0 vorne gegen Porto. Dann der Mittwoch, Real gegen Liverpool, was ich ja vorhin schon angesprochen hatte. Wo Liverpool richtig unter Druck ist. Also fürs direkte Weiterkommen ohne Verlängerung bräuchten sie zu dem Zeitpunkt 4-0-Sieg gegen Real, also ein Sieg von 4 Toren Differenz. Das ist schon, na, schwierig, muss man sagen. Selbst ein knapper 1-0 oder 2-0-Sieg gegen Real wird nicht reichen. Und dann haben wir noch auch ein Spitzenduell, wo Frankfurt ein bisschen unter Druck ist. Die spielen ja heute Abend noch in der Bundesliga gegen Wolfsburg und wollen sich da auf jeden Fall auch gut vorbereiten und wir drücken den Frankfurtern die Daumen, denn sie liegen aktuell gegen Neapel 0 zu 2 zurück und müssen halt jetzt auswärts ran. Und Neapel ist ja zurzeit ja schon gut drauf, muss man sagen. Also Neapel verfolge ich jetzt gar nicht, aber so was ich immer zuletzt gesehen habe, immer ist Neapel schon nicht schlecht. Also Frankfurt müsste kämpfen auf jeden Fall. Ja, das ist die Übersicht heute in der 55. Fußballfolge. Ihr kennt ja dieses Format. Ich schreibe jetzt immer folgenden. Und ich muss euch noch kurz was sagen, bevor ich hier das Video beende. Wo ich das Bild, also das Bild habe ich neu bearbeiten müssen. Also klar. Und ich hatte so Spaß gehabt, wo ich wieder dieses Vereinslogos erstmal runtergeladen habe und dann so auf diese Bilder gezogen habe. Ey, ich hatte so Spaß gehabt beim Bearbeiten. Deswegen, mein PC funktioniert wieder super. Ich kann wieder schön Bilder bearbeiten und schöne Prognosen und alles, was Fußballtechnisches mit Bildern alles machen. Da bin ich sehr glücklich drüber.
Und ich hoffe, ihr freut euch auch wieder, wenn es dieses bunte Format gibt. Allein nächste Woche Mittwoch, nächste Woche Freitag wieder die nächste Bundesliga-Prognose in diesem Style halt. Wie gesagt, immer Standarduhrzeit 18 Uhr. Gucken wir dann einfach. So, an dieser Stelle beende ich jetzt das Video. Es war sehr gut. Schreibt mir gerne, was ihr denkt, wer ins Viertelfinale einzieht. Und schreibt mir gerne eure Tipps in die Kommentare, was ihr denkt, wie die Rückrunde ausgehen wird. Ja, das war's von diesem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Und ja, wir hören uns spätestens nächste Woche Freitag wieder. Bis dann!